Ja, zweites Spiel zu Hause, zweite Niederlage. Aber wir haben deutliche Analyse gemacht von letztem Heimspiel und letzten Auswärtsspiel. Ich sehe, dass es Mannschaft deutlich verbessern. Ja. Es fehlt noch Kleinigkeiten und wir haben wieder dieses Spiel, diese Mannschaft wie Waschburg Hannover. Meine Meinung, die haben zwei Punkte, aber wir haben wieder nicht geschafft, die Mannschaft einfach schlagen und zwei Punkte sicher zu sehen. Die haben Kleinigkeiten besser war und schlauer war. Wir sind noch nicht ganz schlau und deswegen fehlen diese zwei, drei Tore, was wir verloren. Ja. Klar, es fehlt uns unsere Träger Marko Bolovic, weil leider ist das ganze Woche ist krank. Ja. Ich hoffe, dass er wird schnell wie möglich gesund und das wird für uns deutlich zu helfen. Und ich habe so heute entschieden, dass unser Nachwuchs, auch Philippe Boric hatte heute ein paar Minuten gespielt und ist mein Ziel hier, wie schnell wie möglich integrieren in Mannschaft unsere Nachwuchsspiele und deswegen ich probiere dieser von unserer B-Jugend zu jedem Spiel neue Spiele zu unserem Team. Ja, wir sind dran, wir sind im kompletten Spiel dran, aber diese entscheidende Phase, ja, wir haben eine kleine Fehler gemacht, auch Schiedsrichter klar Fehler gemacht, wo uns bestrafen, ja, und, aber müssen wir clever sein, dass es diese Fehler nicht passiert, ja, darf nicht passieren und wir lernen aus diesen Spielen und für jedes nächste Spiel wird große Verbesserung. Nein, es ist noch alles offen, ja gut, minus 6 Punkten, ja, aber ist, wir haben letztes Jahr diese Spiele gewonnen, wo wir gegen Bayern oder gegen Waschburg. Klar, wir sind eine ganz neue Mannschaft hier und auch für mich ist es ganz neu, ich bin verantwortlich, aber ist manchmal, wir sind eine kleine Stücke zurückgerutscht, ja, als mannschaftlich, aus spielisch, nicht aus Spiel, aber einfach aus mannschaftlich, weil unsere fehlt klar Sicherheit hinten, ja, es ist Sven Fürsch, hilft uns, aber noch nicht ganz wie letztes Jahr mit dem Gusev Anfang der Saison geholt, aber ist die Situation ist so, wir haben keine anderes. Deswegen müssen wir mit diesen Leuten spielen und die Leute wollen spielen und egal was, dass wir Leben geht weiter und ist keine Drama. Es ist gut, wenn wir Zehnter werden, dann trotzdem wir spielen Playoff.